The Nightfall. Aua! Press button to start. Hä? Hallo meine lieben Freunde und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir auf meinem Kanal zum nächsten Part von The Night Falls. Genau, ich habe mir überlegt... Also, ich habe mir überlegt gehabt, dass wir vielleicht dieses Mal gerade zwei Parts auf einmal machen. Beziehungsweise, wenn wir einen Zettel gelesen haben, dass wir dann gerade darüber hinaus weitergehen und noch bis zum zweiten Zettel weiterspielen, damit wir hier auch mal ein bisschen vorwärts kommen, ne? Und dass die Parts nicht nur so irgendwie 10, 15 Minuten lang werden. Genau. Okay. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt wieder unserem gewohnten Rhythmus nachgehen und ein klein wenig die Wohnung wieder erforschen, um zu schauen, was es hier wieder Neues gibt. Gut, Kerzen haben wir genug. Streichhölzer haben wir, glaube ich, auch jetzt inzwischen wieder einige. Das heißt, Batterien haben wir auch genug, haben wir gerade gesehen. Ja, das heißt, dass wir doch eigentlich so ziemlich ein volles Inventar haben. Wir können als höchstens noch ein klein wenig schnell mal durch die ganzen Räume gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ich glaube aber, in den ersten 1, 2, 3 Minuten wird eh nicht viel passieren. Das ist immer so die Ruhe vor dem Sturm. Und da bin ich halt echt mal gespannt, was passiert, ja. Okay. Gehen wir mal ins Arbeitszimmer rein. Ist auch alles safe? Hier haben wir noch eine Kerze. Der Strom ist immer noch da, Gott sei Dank. Ich habe echt keinen Bock, hier im Dunkeln durch das ganze Haus zu laufen. Gut. Hier mal zumachen. Und so sonst ist eigentlich nicht groß was verändert, würde ich mal sagen. Ne? Können wir höchstens nochmal in dem Kinderzimmer schauen, wo wir gestartet haben? Ist aber nichts. Ja, das hat er das letzte Mal auch schon mal gemacht. Wo könnte noch was sein? Scheiße. Das hat's geknarrt. Ey, ich hab keinen Bock, dass der irgendwie auf einmal hinter mir steht. Ist aber niemand. Ich geh ins Wohnzimmer, ist mir egal. Ey, der will's aber auch wissen jetzt. Steht er einfach da draußen? Ist das dem sein Ernst? Scheiße, habe ich mich erschreckt. Was haben wir hier? The Nightfall. Wir haben von dem Computerspiel gekriegt, wo einfach mal und das Game, was wir gerade spielen, drauf ist. Warte mal. The Nightfall. Aua! Press button to start. Hä? Jetzt sind wir einfach in dem Spiel drinne.
Was können wir jetzt damit machen? Nichts, außer nur rumlaufen. Okay. War komisch. Hat sich sonst noch irgendwas... Nö, sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Hat die einfach ihren Kopf bewegt? Und die ist, glaube ich, auch neu. Scheiße. Entschuldigung, bin auf den falschen Knopf gekommen. Hey, shit. Bewegt die einfach ihren Kopf? Wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Müssen wir mal nachschauen. Schon wieder knarrt. Hey, ich schwöre, es knarrt aber auch überall. Wartet mal. Ich will aber noch trotzdem noch ein bisschen lauter machen. Jetzt haben wir es kurz vor eins inzwischen. Oh, im Keller waren wir noch nicht gewesen. Kommen wir hier raus? Nee, immer noch nicht. Stand einfach dieser scheiß Clown vor der Tür. Sind die neu? Die kenne ich irgendwie noch gar nicht, hä? Kann man damit... Nee, kann man nichts machen. Der ist verschlossen. Okay. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mich erschreckt. Klasse. War ja klar. Mist. Hat er... Mann, hör doch auf. Ja, mach mal die scheiß Musik hier aus, ey. Nochmal die Disketten abgucken, die ich hier im Inventar habe. Ob es da irgendwelche Unterschiede von gibt. Genau, das können wir mal machen. Oder ob das alles nur dasselbe Spiel ist. Was haben wir hier? Relaxi. Zweite Relaxi. Egal, ich probiere die mal aus. Ah, jetzt haben wir hier. Das sind Games, glaube ich, oder? Der braucht einfach so ewig, bis der mal gestartet ist, der PC. Na, Jerry. Kommt da was? Die scheint kaputt zu sein, ha? Ah, nee, tatsächlich. Aber spielen kann man da jetzt nicht, oder? Das sind Games. Ja. Scheißegal. Tja, dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig als wahrscheinlich, wobei, wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Kurz vor, 10 vor? Ich habe gedacht, vielleicht schon irgendwo der nächste Brief rumliegt, aber scheint nicht so zu sein. Wir könnten mal gucken, ob wir uns was zu essen machen können. Noch, hat es noch was? Nee, die ist zu, also leer. Können wir eigentlich eine Tasse nehmen? Nee, hätte ich gedacht, wir könnten uns einen Kaffee machen. Ich mag kein Bier. Ah, stimmt, die mag ja kein Bier. Sonst? Oh, wow, das war doch jetzt auch ein Bier. Nicht? Hm. Keine Ahnung. Ja, zumachen, dass wir hier Strom nicht verschwenden, ne? Können wir eigentlich keine Tassen rausnehmen? Für die Kaffeemaschine? Nee, das geht nicht. Oh, es hat angefangen zu regnen. Ja, ohne Tasse geht ein bisschen blöd. Hm.
Jetzt läuft da der Kaffee raus. Okay. Raus kommen wir immer noch nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt langsam auf die Suche zum nächsten, den kennen wir schon, zum nächsten Brief begeben. Als ob jemand... Ich frag mich... Ja, okay, ist natürlich realistisch. Ich wollte gerade sagen, wieso machen die hier Lichtschalter rein, als ob irgendjemand das Licht auch wieder ausschaltet, aber ist halt realistisch auch einfach. Ich gucke jetzt nochmal oben, da wo diese zwei neuen Puppen aufgetaucht sind, beziehungsweise die eine, wo die eine andere den Kopf so bewegt hat. Ich schau mal, ob's... Überall knarrt's. Ich guck mal, ob... Shit. Ob da vielleicht ein neuer Brief ist. Nee. Ist aber nicht so. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Hm. Naja, okay. Hier im Kinderzimmer liegt aber noch kein Brief. Doch, da lag schon mal der da, genau. Hm. Ja, trotzdem. Wie viel Uhr? Jetzt haben wir es 6 vor. Das Licht spinnt. Ja, jetzt fängt es wieder an zu gewittern und das Licht spinnt natürlich. Oh, warte mal, Streichhölzer. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Okay, ja, dann guck mal. Dann tun wir doch nochmal probieren hier. Was bringt denn das, wenn man so rumlaufen kann? Ja, wow. Aber das ändert ja gar nichts. Wir sind ja trotzdem in unserer Welt drin. Geht das eigentlich nach Zeit? Zeig nochmal. Können wir damit irgendwo ganz schnell hingehen? Nee, das geht weg, sobald man den Raum verlässt. Vielleicht gibt es in dem Raum hier irgendwas zu erkunden. Mit diesem Modus. Nö. Ich weiß halt immer noch nicht, wofür das Handtuch gedacht ist. Was wir hier haben. Da. Keine Ahnung, wofür das ist. Das Licht geht wieder. Einigermaßen. Tuck. Tuck. Ja, jetzt spinnt es schon ein bisschen. Wo könnte ich jetzt noch hingehen? Ich weiß eigentlich ziemlich überall. Schlafzimmer war ich höchstens schon länger nicht mehr. Im Elternschlafzimmer. Hier ist aber nichts. Batterien haben wir ja genug. Okay. Hm.
Ja, wir müssen jetzt irgendwas machen, oder? Ja, jetzt haben wir es auch 1 Uhr nachts. Jetzt sollte eigentlich langsam mal was passieren. Oder wir müssen um 1 Uhr nachts das Spiel benutzen. Aber er hat ja das Spiel da hingelegt, man muss ja irgendwas damit machen. Oder nicht? Also hier kommen wir nicht raus. Wenn wir hier rausgehen, hört es sofort auf. Okay. Wenn wir in die Küche gehen, hört es auch auf. Und wenn wir hier bleiben, hört... Seht ihr, jetzt geht es noch weiter. Ich sehe ja fast gar nichts. Was sollen wir denn hier machen? Ganz, ganz, ganz komisch. Ob ich... Hä? Wartet mal. Funktioniert das eigentlich auch, wenn ich jetzt hier bin und jetzt drücke? Nee. Ich dachte, wenn ich jetzt hier drücke, bin ich auch in dem Spiel drin. Oh. Mist. Ja. Ja gut, jetzt haben wir es 1. Ich glaube jetzt... Wiederholen sich die Sachen, wenn wir nicht weiterkommen. Ja, aber was soll ich denn machen? Jetzt habe ich das Licht mal ausgeschaltet, aber das bringt auch nichts. Ich habe gedacht, dass wir hier vielleicht irgendwo einen Brief finden, den nächsten, aber hier ist nichts. Komisch. Was will der denn von uns? Wieso gibt er uns dieses Spiel? Ha. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir nochmal... ja, die kennen wir schon, die Puppe. Dass wir nochmal durch jeden Raum gehen und gucken, ob er irgendwo einen neuen Brief hingelegt hat. Oder irgendwas sonst. Aber hier ist nichts. Ich check jetzt erstmal hier unten alles ab. Das ist so, glaube ich, der einzigste Raum, wo wir noch keinen Brief gefunden haben. Hier auf dem... WC. Ich dachte zuerst, dass hier von hier irgendwo so eine Störquelle kommt, weil jetzt gerade die Blitze von hier gekommen sind, aber... Aber ich glaube nicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Oh, hier haben wir noch eine Diskette. Zeig mal her, was steht denn da drauf? Hm. Ja. Hier ist der Stromkasten, aber damit, wir können ja nichts machen hiermit. Wieso? Läuft die Uhr weiter? Die läuft nicht weiter. Ich habe zuerst gedacht, dass sie vielleicht diesmal weiterläuft. Aber irgendwas müssen wir jetzt machen. Boah, Mann, du scheiß Telefon. Ja. Mist, sagt sie jetzt. Mist. Also, da war nirgends was. Jetzt schauen wir doch mal hier. Nein, auch nicht. Gucken wir mal hier. Auch nicht. Vielleicht ein Klo. Nee, auch nicht. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ja, ich weiß, dass du schon 10 Streichhölzer hast. Vor allem, wenn das jetzt noch länger geht, kann ich ja doch nur ein paar draus machen, sonst geht der nächste, sonst geht der, würde der so 40 Minuten lang gehen. Und das wäre wieder ein bisschen zu lang. Aber hier ist auch nichts. Den Brief kennen wir schon. Ich hab irgendwie Schiss, dass ich einen Brief denke, dass ich ihn schon gelesen habe, aber habe ihn nicht gelesen. Es hat sie überall geraschelt wieder. Könnte aber doch der Wind gewesen sein. Hier beim Jerry ist aber auch nichts mehr.
Der ist doch noch quicklebendig hier drin. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ja, gut, ich kann es höchstens noch. Aber ich glaube nicht, dass das für was gut ist. Ich meine, die Disketten hier. Ich kann die höchstens mal da reinballern und gucken, was passiert. Streichhölzer. Oh, da sind überall Disketten. Hier haben wir noch ein Spiel gefunden. Ganz cool. Und noch eine Diskette. Eieiei. Passiert da was? Ja, das ist wieder irgend so ein Game, ne? Nee, das ist nichts. Vor allem mit denen kann ich ja nichts machen, außer mir nur angucken, was passiert. So, raus kommen wir auch nicht. Ja, wow, jetzt haben wir aber alle Zimmer durchgeguckt. Aber ich schwöre, man muss damit was machen, aber ich weiß nicht was. Warte jetzt mal. Das ist neu. Ja, wow. Ja, da kannst du wirklich einfach ein bisschen game, wenn du halt... Das ist so... Pac-Man. Wenn du gerade nicht weißt, was du machen willst. Ist das einfach nur... Ja, ist das nur aus Spaß gedacht, dass die das Game im Game drin haben? Oder ist das jetzt wirklich was man machen muss? Vor allem, sobald ich nur irgendwas drücke, geht das weg. Den kennen wir schon. Den kennen wir auch, ne? Ja. Den kennen wir auch. Gleich klingelt sicher wieder das Telefon. Können wir mal alle Fenster aufmachen und den hereinbitten. Den kennen wir auch. Was wird von uns verlangt hier? Bin ich blöd? Also wenn ich es bis zum Ende nicht herausgefunden habe, Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr noch Ideen habt, was ich hier machen kann. Weil ansonsten höre ich jetzt dann bei 25 Minuten sonst auf. Und guck mal, was ihr reinschreibt. Dich kontrollieren. Deine Beine? Das kennen wir auch schon. Deine Arme. Ja. Und da kann man ja gar nichts machen. Na. Ja gut, meine Lieben. Ansonsten denke ich mal, weiß ich gerade nicht, was ich als nächstes machen soll. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt und eine Idee habt, was ich sonst noch ausprobieren könnte, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, dann probiere ich es gerne mal aus. Und ansonsten... Ja, ansonsten würde ich sagen... Ah, das ist die... Warte mal! Das kommt von der Mikrowelle aus, oder täuscht mich das? Da! Da ist der nächste Brief, Leute! Oh! Wer sieht den denn? Ja, na gut. Okay. Leute, trotzdem, den lesen wir am nächsten Mal. Trotzdem, danke fürs Einschalten. Auch wenn ihr jetzt so lange durchhalten musstet, bis ich mal diesen dummen Brief gefunden habe. Ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Part ein und wir sehen uns dann wieder am nächsten Abend, ne? Dankeschön fürs Einschalten. Wäre schön, wenn ihr mich ein bisschen supportet oder mir einfach wieder schöne Kommentare schreibt. Finde ich super, das motiviert mich echt mega. Ihr macht das echt toll und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Nier. Ciao.